Sicht zur aktuellen Politik, was Corona auch aus feministischer Sicht für ein Rollback bedeutet und wie wir zu einem feministischen Aufbruch kommen, sodass ich dazu gar nichts sagen will und muss, sondern ich möchte eher zu was sehr Persönlichen sprechen und das aber dann vielleicht auch in eine größere Frage einbetten. Und ich fühle mich auch darin bestärkt, weil mich wirklich ärgert, wenn, was Melli berichtet hat, sozusagen Mitglieder unserer Partei sagen, man soll nicht so persönlich sein. Weil ich meine, als Feministinnen wissen wir, das Private ist politisch und die, die sagen, man soll nicht so persönlich sein, spielen ja immer mit, als ob sozusagen unsere Alltagssorgen damit banal werden. Ich glaube, dahinter steckt etwas zutiefst Unfeministisches. Und erinnert vielleicht daran, dass Zetkin auch heute noch recht hätte, wenn sie sagte, in der Theorie sind die Genossen schon voll emanzipiert, in der Praxis gibt es dann immer noch die Philisterzöpfe des Patriarchats. Kurz bevor ich 2012 in Göttingen meine Antrittsrede halten wollte, kam ein männlicher Delegierter auf mich zu. Ganz kurz zum Hintergrund, meine Tochter war damals 7 Monate und hatte einen Stillrhythmus von 5 Stunden. Ich musste also alle 5 Stunden immer ein Zimmer finden, wo ich sie in Ruhe stillen kann. Und er sagte zu mir, so, müssen wir jetzt das Jugendamt vorwarnen wegen drohender Kindeswohlgefährdung bei deiner Tochter? Und er fragte das voller Frust, also voller Empörung in der Stimme. Und um mein schlechtes Gewissen so richtig auszuweiten, hielt er mir noch ein Bild von seinen Kindern vor und sagt, schau mal, wie niedlich kleine Kinder sind. Vielleicht wollte er mir ja einfach ausreden, dass ich kandidiere, weil es waren ja damals nicht alle begeistert, dass eine Frau aus dem Osten kandidiert. Das hätte ja negative Auswirkungen auf Männerkandidaturen danach haben können. Nun war er da mit dieser Aussage bei mir echt an die falsche geraten, weil ja einer der Gründe, warum ich in einer zugegebenermaßen privaten, etwas komplizierten Situation, so wenn man alle 5 Stunden stillen muss, kandidierte, war ja auch, dass ich schon fand, es ist reizvoll, mit dazu beizutragen, dass sich in Zukunft Frauen nicht entscheiden müssen zwischen Elternglück oder einfach Glück im Privaten in all seiner Vielfalt und Erfolg in einem Spitzenamt. Und als ich dann Vorsitzende wurde, habe ich auch versucht, einiges anders zu machen. Das ist nicht immer ganz aufgegangen, aber zum Beispiel habe ich am Anfang gesagt, naja, Termine nach 16 Uhr, die können stattfinden, aber die sind begründungspflichtig. Also nicht diejenigen, die nach 16 Uhr sagen, ich muss jetzt langsam zur Kita mein Kind abholen, müssen sich erklären, sondern wenn Termine nach 16 Uhr aufgesetzt werden. Journalisten erzählten mir dann in Hintergrundgesprächen, dass darüber so mancher lästerte. Habe ich gedacht, naja, lass die mal lästern. Ich glaube, inzwischen hat sich schon ein bisschen rumgesprochen bei uns in der Partei, dass es uns allen gut tut, wenn wir unter uns eine Kultur haben, wo eben sozusagen privates Glück und politische gemeinsame Kämpfe sich nicht ausschließen. Ich habe die Tage auch dran gedacht, an ein paar Abschiedsreden, die männliche Politiker gehalten haben. Und fast immer haben sie sich dann in diesen Abschiedsreden bei ihren Familien, den Frauen entschuldigt, dass sie viel zu wenig Zeit für sie hatten. Alle sind dann immer ganz berührt und sagen, ja, da haben sie irgendwie recht. Ich wollte das nie so machen müssen. Und auch deswegen nicht, weil ich, wie viele hier, die Dialektikfrauen natürlich Anhängerin der 4-in-1-Perspektive sind, ganz viele von euch kennen die, falls ein paar damit noch nicht so zu tun haben, sage ich nochmal ganz kurz, was das meint. 4-in-1 meint, dass es 4 gleichwertige Tätigkeitsformen gibt. Erstens Erwerbsarbeit, zweitens politische Einmischung, drittens, was wir Marxistinnen Reproduktionsarbeit nennen, was man auch Familien- oder Care-Arbeit nennen kann. Und viertens Arbeit an sich selber. Die einen sehen das als Beschäftigung mit Kunst und Kultur. Ich spreche da immer von Muse, andere eher von Weiterbildung. Und das heißt, wenn man das ernst nimmt, dass so eine Arbeitswoche in 4 Teile fällt, die alle gleichmäßig sind. Jetzt muss ich gestehen, ich habe das jetzt nicht immer geschafft, nur 8 Stunden am Tag politisch aktiv zu sein oder Erwerbsarbeit nachzugehen. Und um 4 Stunden für meine Tochter zu haben, musste ich auch manchmal ganz schön an meiner eigenen Schlafenszeit knapsen und manchmal musste ich auch tricksen. Ich weiß noch, einmal gab es eine Bundesausschusssitzung, auf der ich unbedingt sein musste. Es ging, glaube ich, damals um die Spitzenkandidaten für die Europawahl. Das war just der Geburtstag meiner Tochter. Ich habe ihr dann eingeredet, dass sie doch mal unbedingt eine Übernachtungsparty machen soll, die dann erst abends stattfindet, damit ich meine Terminpläne unter einen Hut bringen konnte. Sie hat das damals, war auch noch ein bisschen jünger, die hat das damals auch gekauft, den Vorschlag so. Also ich will jetzt gar nicht behaupten, dass alles leicht war, aber ich will schon nochmal zum Abschluss uns ermuntern, dass wir als Frauen uns erstens nicht einreden lassen, dass unsere privaten und alltäglichen Sorgen irgendwie banal wären und dass wir uns eher ermuntern, dass wir uns darin unterstützen und vielleicht auch die Art, wie wir Politik machen und so weiter ändern, damit halt Vereinbarkeit nicht am Ende auf den Herzen und Körpern der Frauen ausgetragen wird.
Und Zeit für Muße war bei mir zugegebenermaßen immer kürzer als 4 Stunden am Tag, aber nie ganz weg. Und in einer dieser seltenen Stunden habe ich neulich ein Buch angefangen zu lesen, Genossen von Jodie Dean. Das ist aus dem Englischen übersetzt, deswegen hat sie nur die männliche Form drin. Und sie geht darin der Frage nach, ob der Begriff der Genossenschaftlichkeit, Genossinnenschaftlichkeit würden wir sagen, ob das nicht ein ganz starkes männliches Bild ist. Und sie widerspricht dem und sagt, nee, das geht dabei darum, um eine Gleichheit, die entsteht, wenn man im politischen Kampf auf derselben Seite steht. Für mich war das nochmal ein Anlass nachzudenken, wie das Verhältnis von feministischen Kämpfen und sozialistischen Kämpfen ist. Einerseits wissen wir, selbst die großen Klassiker wie Karl Marx haben großartige Sätze gesagt, wie die Emanzipation der Frau ist Gradmesser für die Emanzipation der Gesellschaft und es geht darum, alle Verhältnisse umzuwerfen. Also Sätze, wo wir als Feministinnen sofort anknüpfen können. Zugleich wissen wir, dass Marx auch ein Mann seiner Zeit war, der so einen Satz hinschreibt, das dann aber nicht weiterentwickelt und auch die gesamte Unterdrückungsverhältnisse in Form der Geschlechterverhältnisse nicht nur in seiner eigenen Praxis, sondern dann auch in der theoretischen Arbeit vernachlässigt hat. Einerseits wissen wir, dass in der russischen Revolution auch durch das Verdienst von Alexandra Kollontai natürlich nicht nur es um die Veränderung der Eigentumsverhältnisse ging, sondern um die sexuelle Befreiung. Zur ganzen Wahrheit wird auch, dass die dann ein paar Jahre später wieder verraten wurde und es ein sehr reaktionäres Rollback gab. Als die Linke sich gründete, war ein großes Ziel der Mindestlohn. Davon haben natürlich besonders auch Frauen, die im Niedriglohn waren, sozusagen profitiert. Es war also auch eine sehr frauenfördernde Sache. Und andererseits schon allein die Geschichtsschreibung, die sozusagen in der eigenen Partei über diesen Neugründungsprozess stattfindet, ist ein Paradebeispiel für das Silencing, das Verschweigen von Frauen. Leute, ich habe manchmal gedacht, ich spinne. Ich bin sozusagen ein antipatriarchales Bilderbuch, hätte es nicht besser sozusagen karikieren können, wie das auf den ersten Parteitagen nach der Neugründung war. All diese tollen Männer, die wir auch irgendwie wirklich mögen und schätzen und deren politischer Verdienst groß ist, gingen vor und bedankten sich und die haben immer alle nur Männernamen erwähnt. Ja? Also der dritte männliche Gewerkschafter wurde noch erwähnt und keine der Frauen sozusagen wie Vicky, Ulrike, Dagmar Enkelmann oder ich, die da von Anfang an dabei waren, das kam einfach nicht vor. So, ja? Was ist jetzt eine richtige Reaktionsweise auf dieses widersprüchliche Verhältnis? Ich finde es total falsch, sich aus lauter Ehrgang über diese Widersprüchlichkeit jetzt als Feministin vom Sozialismus abzuwenden. Es gibt ja auch Richtungen wie die Alpha-Mädchen, die dezidiert antisozialistisch sind und dann aber auch, finde ich, sehr ignorant gegenüber sozialen und ökonomischen Unterdrückungsverhältnissen. Mir, und ich glaube nicht nur mir, hat in dem Zusammenhang Frigga Haug sehr geholfen mit der Richtung Feminismus-Marxismus. Es fiel heute schon mal der Begriff Femma. Ich weiß gar nicht, ob alle wissen, was damit gemeint ist, nämlich feministische Marxistin. Wir haben irgendwann mal so eine Erinnerungsgeschichte geschrieben, wann wir uns zum ersten Mal als feministische Marxistin geoutet haben. Zu meiner Erinnerungsgeschichte gehört, dass es mir immer schon leicht fiel zu sagen, ich bin eine Feministin. Das war ja eine Haltungsfrage. Ich hatte unglaublichen Respekt davor, von mir als Marxistin zu sprechen und hatte immer die bange Frage, oh mein Gott, ja, wenn ich mich jetzt als Marxistin bezeichne, es wird bestimmt jemanden geben, der jahrzehntelang nichts anderes gemacht hat, also Marx zu lesen, Klammer auf, auch bestimmt, weil er die Reproduktionsarbeit auf andere abgewälzt hat, Klammer zu. Und er wird mich dann sozusagen der Aufschneiderei überführen, weil wie viele Seiten Marx muss man gelesen haben, um sich als Marxistin bezeichnen zu können. Und während ich diesen Komplex von mir bearbeitete, dachte ich, krass, wie sehr bin auch ich vom Patriarchat geprägt. Ja, niemand würde fragen, wie viele Seiten feministischer Theorie muss man gelesen haben, um sich als sowas zu betrachten. Wenn es eine Wissenschaft gibt, die nach einem Mann ist, hat man gleich viel mehr Respekt dazu. Also wir haben angefangen, uns das anzueignen, um genau die verschiedenen Unterdrückungsverhältnisse, Geschlechterverhältnisse, Produktionsverhältnisse, Eigentumsverhältnisse zusammenzudenken. Ja, und jetzt noch was ganz Praktisches. Zu diesem gehört natürlich auch, dass man sagt, die Wurzeln der Geschlechterungerechtigkeit liegt auch in der ungerechten Verteilung der Tätigkeit. Also Frauen tragen überproportional viel Familienarbeit weg, entweder gar nicht bezahlt oder unterbezahlt. Und Männer überproportional viel der überbezahlten Spitzenpositionen. Und wenn ich das manchmal so im Parteikontext ansprach, merkte ich, wie einige Männer so richtig das Wein auf die Stirn geschrieben dachten, oh mein Gott, dieser Hippietum. Ich habe dann trotzdem im Wahlkampf immer mal wieder dieses Thema angesprochen, auch übrigens nicht nur in den hippen urbanen Städten wie Kreuzberg oder Dresdner Neustadt, sondern als ich im ländlichen Bauern auf Bayern auf dem Marktplatz war und da saßen so verstreut die Leute, auf einige der ältere Herren so mit Bier in der Hand.
Und ich habe gedacht, naja, jetzt teste das mal aus und habe dann erzählt, wie wichtig ich es finde, dass die Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern verteilt werden und dass ich als eigene Erfahrung sagen kann, Familienarbeit ist so schön, so sinnstiftend, man bekommt da so viel Liebe zurück. Wir dürfen das den Männern nicht weiter vorenthalten. Auch Väter müssen das Recht haben, jede zweite Windel zu wechseln und zum zweiten Elternabend zu gehen. Und im Gegenzug wären wir Frauen dann bereit, den Männern auch bei diesen großen, schweren, verantwortungsvollen, überbezahlten Jobs etwas abzunehmen. Und dachte, ja, mal gucken, was passiert, wenn das jetzt Klaus Ernst hören würde. Und dann, jetzt Spoiler, es waren die alten Herren, die da saßen, die ganz offensichtlich keine Genossen waren, die als Erste geklatscht haben. Also ich will nur sagen, wir müssen manchmal uns gar nicht so stark zurückhalten. Manchmal, wenn man es auch mit einer Prise Humor vorträgt, kann man auch mit wirklich schwarzen Bayern was machen. Abschließend will ich noch sagen, was ich immer sehr geschätzt habe an der feministischen Offensive, an den Dialektikfrauen über alle Strömungen hinweg, haben wir dann immer wieder zusammen gemeinsame Lösungen gefunden. Das war toll. Ich bin immer noch ganz gerührt von euren lieben Worten. Merke jetzt wirklich die Nachteile eines digitalen Frauenplenums, weil wenn wir jetzt analog wären, könnten wir jetzt das ausklingen lassen, indem wir uns in den Arm nehmen. Ich könnte euch auf ein Glas Wein einladen und wen das, naja, 17 Uhr noch zu früh ist, der wird auch eine Apfelsaftschorle bekommen und dann später ein Gin Tonic. Und dann könnte man der DJ sagen, sie soll mal ein paar gute Lieder auflegen. Ja, und Kinderbetreuung gibt es auch. Und eines der Lieder, die ich mir wünschen würde, wäre von Justice, das Lied You'll Never Be Alone Again. Du wirst nie wieder allein sein. Wir haben das im Blockupy, als wir teilweise von der Polizei eingekesselt waren, immer wieder gehört. Und ich finde, bei allem gelegentlichen Ärger, das ist auch das Schöne als Sozialistin, als feministische Marxistin an Genossinnenschaft, das Gefühl und das Wissen, dass wir eben dadurch, dass wir uns für diesen Kampf entschieden haben, wieder allein sein werden. Vielen Dank.